Am morgigen Dienstag, den 24. Juni, sind es insbesondere die konjunkturellen Frühindikatoren, welche auf der Agenda stehen. Los geht es bereits gegen 10 Uhr, wenn der IFO-Geschäftsklima-Index für den Monat Juni veröffentlicht wird. Hier lag die Prognose bei 110,3 Punkten. Der zuletzt erreichte Wert lag bei 110,4 Punkten. Analysten rechnen also damit, dass sich am IFO-Geschäftsklima nur wenig ändern dürfte. Befragt werden immer mehr beim IFO-Geschäftsklima Unternehmenslenker. Weiter geht es gegen 16 Uhr. Einmal mehr steht auch hier ein konjunktureller Frühindikator auf der Agenda. Es geht um das US-Verbrauchervertrauen des Conference Boards für den Monat Juni. Hier liegt die Prognose bei 83,6 Punkten. Der zuletzt erreichte Wert lag bei 83, also nur knapp darunter. Dennoch rechnen Analysten auch hier mit einer leichten Aufhellung. Befragt werden hier jedoch nicht die Unternehmenslenker, sondern in den USA sind es die Konsumenten, welche für das Conference Board befragt werden. Die USA gilt nach wie vor als Konsumnation. Insofern dürfte dem Conference Board entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Ebenfalls gegen 16 Uhr werden zu guter Letzt noch die Neubauverkäufe in den USA veröffentlicht. Hier rechnen Analysten mit einem Wert von 442.000 Neubauverkäufen. Der zuletzt erreichte Wert lag bei 433.000. Insgesamt hält sich in diesem Bereich in den USA das Bild etwas auf, denn die Neubauverkäufe im Mai lagen dann doch relativ deutlich über dem Wert des Vormonats, also des Monats April. Der Wert konnte um 6,4% gesteigert werden.